So, dann fangen wir mal an, ihr Süßen. Also, wir nehmen die vier Eckpunkte. Wir haben das Schiff, die Reise, die Sehnsucht. Wir haben den Fuchs, die Unsicherheit oder auch eine dritte Person, die dir etwas neidet, die nicht gerade in Bezug auf deine Person dir gerade wohlgesonnen ist. Wir haben die Klarheit, die Wunscherfüllung und wir haben hier die Wolken. Ich denke, du sehnst dich hier mehr nach Licht, mehr nach lichtvollen Impulsen. Ich denke, du sehnst dich hier eher nach Klarheit, nach Wunscherfüllung. Und es könnte sein, dass du dich hier entweder von jemandem blockieren lässt, weil nämlich hier geht es ja um dein Vorankommen. Ja? Und es könnte eine Schwiegermutter sein, es könnte irgendeine Kollegin sein, Kollege sein, jemand, der in deinem Feld ist, der dir dein Glück nicht gönnt. Davon darfst du dich gerne abwenden. Du selber liegst hier, hier unten im Hause des Kreuzes, des Schicksals. Also du wirst hier auch schicksalshaft gefühlt, lieber Widder. Und ich sehe das auch so, dass du hier so ein Stück weit, wenn du dir Hilfe holst zum Beispiel, dass du auch zuhören darfst, dass du aber auch wiederum anderen Menschen hilfst. Also ich denke mal, du bist hier wieder in einer Art Lernprozess, was auch sehr, sehr wichtig und echt genial ist, weil du dadurch nämlich vorankommst. Ja? Was ich sehe, ist für einige von euch, die werden im Winter vielleicht eine Winterreise machen, ja, vielleicht in irgendein Skigebiet, falls mal Schnee fallen sollte oder genügend Schnee fällt. Also ich sehe hier eine Reise oder aber auch, dass du hier langsam, ja, weil das Schiff ist ja das langsamste Verkehrsmittel, dass du langsam vorankommst in einer Situation in Bezug auf die Arbeit. Es könnte hier sehr gut sein, du kommst zwar voran, aber du brauchst immer wieder deine Zeit. Vielleicht hast du auch Kinder, du hast einen Mann, du hast viel zu tun, du hast Prozesse, die du anschaust und da denke ich mal, könnte das auch sein, dass du hier langsam, wenn es nicht um eine Reise geht, dass du langsam vorankommst. Du kommst voran, aber es geht langsam. Gib dir die Zeit ruhig. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass du hier die Sonne hast du im Klee, also dir ist das Glück, das Glück ist an deiner Seite, das Glück ist auch das, was dich groß und stark macht, ja, was dir auch den Impuls gibt, nicht aufzugeben und du bist auch hier sehr positiv, was deine Intuition betrifft, also du hast auch sehr gute, positive, lichtvolle Impulse, lieber Widder, was deine Handlungsweise betrifft, was dein Vorankommen betrifft, ja, du hast hier eine gewisse Art von Lernaufgabe oder Verträge, die langsam auf dich zukommen. Oder du arbeitest mit Menschen über einen Teich hinaus, ich sag mal über einen Ozean. Dann haben wir hier Verträge, Vertragsabschlüsse, die über die Ferne kommen, die langsam auf dich zukommen, wo du ein Stück weit an deinen Aufgaben wachsen tust. Also du bewegst dich voran und es kommt definitiv hier etwas, was noch im Geheimen ist, etwas, was vertragsmäßig ansteht bei dir im Winter, das sehe ich hier, das kommt auf dich zu. Langsam, aber es kommt. Wir haben die Transformation, auch das Alte hier, beziehungsweise das, was dich blockiert, das wird transformiert, da wird ein Ende reinkommen. Du wirst die Blockade auflösen und es wird für dich eine Lernerfahrung sein. Du gehst in ein neues Lernkapitel auch rein und auch etwas, was im Geheimen liegt, kommt hier auf dich zu. Also du bist auch hier sehr gut dahingehend im Transformieren von Altlasten. Das ist sehr gut, ja. So, dann habe ich, lieber Widder, dass du im häuslichen Bereich etwas kürzt. Das kann die Hausarbeit sein, vielleicht verteilst du deine Hausarbeit. Ja, das kann sein, dass du hier etwas reduzierst im häuslichen Bereich. Oder du hast das Gefühl, die Stabilität, die geht dir hier flöten, die geht in Reduktion. Da geh bitte ins Vertrauen, das wird es nicht sein, sondern hier wird letztendlich etwas gekürzt, was eventuell dir am Herzen liegt oder was mit der Liebe zu tun haben könnte, weil du in liebestechnischen Angelegenheiten hier vielleicht auch anderer Meinung bist mit deinem Gegenüber, ja, und dann könnte es hier eine Situation sein, die gekürzt wird, weil du etwas nicht verstehst in deiner Beziehung mit deinem Gegenüber. Also da helfen immer wieder lichtvolle Gespräche, Kommunikation. Familiär sehe ich hier auch, lieber Widder, dass du in die Heilung gehst. Es gibt ein Thema, was geheilt wird, aber auch wirst du an der Familie wachsen in Bezug auf deine Kinder, dein Umfeld, familiär gesehen, aber auch Heilung im Bereich der Sexualität sehe ich hier. Ja?
Weil wir haben hier nämlich die Familie oder die Sexualität in der Blockade. Ja, und das wird sich aber auflösen, weil das bei dir auch eine Kopfsache. Das hast du hier, wie gesagt, definitiv im Kopf. Und auch in Bezug auf deine Beziehung wirst du eine Entscheidung treffen, aus der Denkblockade herausgehen. Und wie gesagt, oftmals steht und fällt das Thema immer mit einer Entscheidung, die man hier treffen darf. Und das ist letztendlich für dich ganz wichtig. Und diese Entscheidung, die hier getroffen werden darf, lieber Widder, führt dann wiederum zum Erfolg. Ja, und das ist letztendlich für dich, ja, wie soll ich sagen, manchmal ist es so eine Mischung zwischen no risk, no fun. Ja, also probier dich aus. Wenn deine Seele die Erfahrung machen möchte, dann, ich sag immer, dann hau rein und sieh zu, was daraus wird. Ne? Also wie gesagt, du siehst letztendlich den Erfolg, aber den siehst du blockiert. Warum? Weil deine Familie nicht hinter dir steht. Es könnte sein, dass du hier das Gefühl hast, warum steht ihr nicht hinter mir? Und das ist auch eine Position, die hier in die Heilung gehen darf. Also ich sehe schon, dass du gut unterwegs bist, aber halte dich bitte nicht an toxischen Familiengeschichten fest, weil entweder liebt man dich so, wie du bist, weil du so bist, wie du bist, oder sie lassen es. Ja, also da bitte mehr in die Stabilität gehen und dann auch schauen, okay, ist es jetzt meine eigene Familie, ist es jetzt die neue Familie, ist es jetzt die Familie mit meiner Herkunftsfamilie oder die ich aufgebaut habe, selber mit Mann und Kinder. Also schau da gerne mal ins Feld rein, wo du damit in Resonanz gehst. Die Blockade in einer Beziehung, die geht auch in die Veränderung. Und die Veränderung kommt durch eine Schwiegermutter oder durch eine weibliche Person oder beziehungsweise auf Umwege kommt die hier auf dich zu. Ja, die Veränderung kommt aber. Und der Rückzug in Bezug auf diese Schlange hier, der ist dir auch gewiss, weil, und jetzt schön zuhören, weil du nämlich in positive Kommunikation gehst. Und daneben liegt nämlich jemand, der dir treu zur Seite steht. Und das ist nämlich dein Mann oder dein Partner. So, und dieser Mensch hat ganz viel Gefühl. Vielleicht ist er auch der Finanzier in eurer Familie. Ja, also der wird hier lenken und leiten und schalten und walten. Und er hat auch die Schlange im Rücken. Ne? Also auch die Umwege. Er versucht immer lösungsorientiert positiv zu kommunizieren. Ob nur mit der Schlange oder halt, dass er die Wogen glätten wird. Also da sehe ich schon einen positiven Ausgang. Was ich sehr schön finde, ist, es könnte sein hier, dass du durch Besuch, durch ein Geschenk, dass du hier mehr Stabilität bekommst, dass du ankern kannst. Du hast das Gefühl, dass du wirst hier etwas bekommen, ob es Besuch ist oder ein Geschenk, was dir ein Stück weit Bodenhaftung wiedergibt. Ja? Auch die Arbeit an sich ist ein Geschenk für dich. Also so nach dem Motto, ich habe meine Lebensaufgabe gefunden und ich bin dankbar dafür. Und da kommt aber auch etwas in Richtung Arbeit, da gehst du in Richtung Arbeit auf etwas zu. Ne? Es kann mehr Stabilität sein, mehr, dass du dich mit deiner Lebensaufgabe beschäftigst, dass das stabiler wird, dass du dir dadurch ein Geschenk machst. Ja, das sehe ich hier auch. Ne? Also im Winter wirst du dich sehr auf deine berufliche Geschichte konzentrieren. Und das ist auch gut, weil es tut dir auch gut. Es ist für dich dein Seelenheil. Ja? Und das Schicksal stellt dich in einen Neuanfang. Sei es dich selber, dein inneres Kind oder aber auch du mit einem Kind. Gibt es einen schicksalshaften Neuanfang? Ja? Also das sehe ich hier auch. Das wird aber erstmal vom Gefühl her so sein, dass du etwas reduzierst. Oder dass sich diese Situation, dieser Neuanfang eventuell erstmal so sichtlich erstrecken könnte oder die Veränderung der Neuanfang mit einem Kind, dass sich etwas reduziert. Manchmal muss etwas gehen, damit etwas Neues Platz hat. Ja, also da bitte auch nochmal reinfühlen. Genau, ich habe, jetzt lass mich mal gucken, ich habe den Bären im Hause des Fuchses. Das heißt also, diese Person, dritte Person oder auch deine Unsicherheit ist hier sehr stark im Feld. Da darfst du dich bitte von abwenden und oder du darfst einfach mehr in deine Stärke und Kraft kommen. Das heißt, werde dir bewusst, wer du bist. Und das ist auch dein Glück. Also damit wirst du dich auch beschäftigen, definitiv. Und die Wünsche, Ziele, Träume, die hier liegen, ja, die sind, da nagt etwas an dir. Ich denke, ein Stück weit könntest du das Gefühl haben, dass du durch die Blockade, dass man nicht so hinter dir steht, könnte sein, dass dich das etwas blockiert und dass du nicht so ganz klar siehst, ja.
Es könnte sein, dass du auch ein bisschen ungeduldig bist, dass du gerne die Dinge etwas anders und schneller geregelt bekommen möchtest. Also da sehe ich schon auch eine Veränderung, die in deinem Feld ist, woran du aber auch arbeiten kannst und arbeiten wirst. So, auf der Herzebene, fangen wir mal hier hinten weiter an. Hier ist ganz wichtig, dass du auch im Außen, dass die Menschen dich als herzlich sehen. Das tun die auch, ja. Sie tun dich auch als Herzmensch sehen, aber auch als jemand, der einen gewissen, wie soll ich sagen, einen gewissen Konflikt hat in Bezug auf, wenn zu viele Leute um mich rum sind, dann werde ich wuselig, dann werde ich nervös. Das macht mich auch konfliktreich. Also du, es könnte sein, dass du zwar gerne draußen bist, aber auch nur in dosierter Art und Weise oder Menschen, die dich wahnsinnig machen, verrückt machen, unruhig machen, dass du dadurch Konflikte hast. Das kann sein. Das ist dann so eine Art, ja, jetzt hast du eine Situation, sieh mal zu, wie du damit klarkommst, probier dich mal aus. Geh mal in die Selbstständigkeit, in die Stabilität, guck mal, was du fühlst und guck mal, wie du da rauskommst. Das sehe ich hier auch. Dieser Zustand, der dich hier so maust, ne, der so an dir nagt, diese Klarheit, dieses Gefühl, nicht klar zu sehen, das wird dir erstmal eine Weile zur Seite stehen, weil du andere Themen hast, die du erstmal klären musst, wie zum Beispiel die Familie, dann die Veränderung, die auf Umwege auf dich zukommt. Also da sehe ich schon, wie gesagt, da wirst du noch ein bisschen dran zu nagen haben. Du bist auch ein Mensch, dir passt relativ schnell immer irgendwas nicht und das nagt dann an dir. Und dieser Zustand möchte bitte verändert werden, ja? Die Entscheidung in der Partnerschaft, in Partnerschaften, in Beziehungen zu deinem Partner oder zu Mitmenschen, auch das hier, da musst du mal gucken, wen verstehst du nicht in deinem Feld oder wer könnte eventuell für dich eine Belastung darstellen. Ja, so, dann haben wir den Erfolg. Den Schlüssel zum Erfolg, hatte ich ja vorhin schon gesagt, der könnte, wie gesagt, blockiert sein durch die Familie. Da musst du gucken, inwiefern, wie wichtig die Familie auch wirklich ist, um dass du das Thema dann wirklich nochmal, dass du da in die Tiefe gehst. Vielleicht kannst du dir auch einfach nur sagen, okay, ich weiß, die tun mir nicht gut, dann werde ich jetzt halt aus dieser Situation rausgehen. Was ich ganz interessant finde hier ist, ich könnte mir vorstellen, dass du auch, dass dein Wunsch ist, dass du auch beruflich nicht nur in die Veränderung gehst, dahingehend, dass du mehr präsent in der Öffentlichkeit bist, weil dir das auch eine Herzensangelegenheit ist, sondern es ist letztendlich auch das Geschenk. Also dein Job ist wirklich, das ist wie Ostern, Weihnachten, Geburtstag. Du lebst letztendlich deine Berufung. Und das sehe ich hier ganz, ganz arg. Und das wirst du hier, dein Wunsch ist es hier, mehr voranzukommen, indem du dich mehr im Außen zeigst. Das könnte hier ein Ziel von dir sein, ja? Was auch sehr schön ist als, im Übrigen als Ziel. Du könntest auch kommunizieren, hey, ich brauche öfter mal einen Rückzug von deiner Mutter, ja, von meiner Schwiegermutter oder von einer Person, die mir nicht gut tut. Das wirst du positiv hier auch kommunizieren, auch du selber, weil du nämlich sagst, diese Person macht mich wahnsinnig. Ja, und da kommt auch der Konflikt dann. Ne? Also, wie gesagt, das sehe ich hier auch. Und lass mich mal nochmal schauen, die Entscheidungen werden zum Erfolg kommen in Bezug auf eine Partnerschaft oder die Beziehung. Stabilität und Sicherheit. Im Bereich der Finanzen ist die gegeben durch eine männliche Person. Also du bekommst Unterstützung durch deinen Partner oder durch eine männliche Person. Auch wenn du das Gefühl hast, hier erstmal was reduzieren zu müssen. Vielleicht gibt es etwas, wo du finanzierst und andere Sachen etwas reduzierst. Ja, also hier auch nochmal die Botschaft, investiere in dich selber, weil in dich selber zu investieren ist letztendlich das Beste, was du tun kannst. Und beruflich geht es voran und das ist sehr, sehr schön. Hier auch nochmal die doppelte Bestätigung. So, meine Lieben, jetzt gucken wir erstmal, was noch die Kipperkarten hier zu sagen haben für dich in dieser Legung. Das Liebesglück. Aha. Was sagen wir hier noch? Das Liebesglück. Oh, das Gericht. Eine Entscheidung wird getroffen. Ja, ich denke mal, also es ist keine Scheidung, sondern eine Entscheidung, damit die Wolken hier von dannen ziehen können. Das ist ein Prozess, der langsam vonstatten geht. Ja, und wir haben hier die Rechtsprechung. Also du wirst hier wirklich, ich sehe hier keine Scheidung drin. Für einige wird es mit Sicherheit eine Scheidung sein können. Ja, meine Lieben, das will ich auch nicht ausschließen. Aus der Ferne wird es hier aber trotz alledem eine Rechtsprechung geben. Also du wirst eine Entscheidung treffen, um dann hier etwas zu verkünden in Bezug auf dein Liebesglück und damit du hier
für einige, ihr werdet mehr in die Stabilität kommen, ja. Oder du musst halt auch verkünden, ich habe mich entschieden, ja, mehr zu arbeiten, überhaupt zu arbeiten, anders zu arbeiten, und das wirst du wie eine Art Rechtsprechung auch offiziell machen, ja. Eine Rechtsprechung ist auch immer etwas Offizielles, was du dann hier verkünden wirst. Das ist eine Sache, wir haben hier, wie gesagt, Transformation, Neuanfang in Verträgen, also arbeitstechnisch wirst du hier wirklich Nägel mit Köpfe machen. So, und jetzt möchte ich gerne wissen, was deine geistigen Helfer dir noch zu sagen haben. Die soll ich wieder hochnehmen? Okay, dann werde ich das tun. Was möchten dir mir deine geistigen Helfer sagen? Okay. Eieieiei. So, 10 der Stäbe. Du hast es hier in diesen 3 Monaten mit einer Art Überbelastung zu tun. Das ist sehr gut, weil dann geht etwas Altes. Etwas, was dich belastet. Danach fängst du etwas Neues an. Wir haben hier auch drunter, könnt ihr euch erinnern, den Sarg in Bezug auf Verträge. Es könnte sein, dass du etwas Altes, eine Arbeit beendest und dann dich zum Beispiel in die Selbstständigkeit, in der Selbstständigkeit dich wiederfindest. Pass bitte ein bisschen auf, sagen sie. Wir haben hier die 7 der Schwerter. 7 der Schwerter sind Unehrlichkeiten, Lug und Trug durch einen Herrscher in finanziellen Angelegenheiten. Es könnte sein, und lese bitte, wenn es um vertragliche Angelegenheiten geht, egal ob durch einen Job oder wie auch immer, lese bitte das Kleingedruckte, sagen sie. Sei nicht zu euphorisch, sondern schau nochmal genau drüber. Vielleicht möchtest du auch deinem Partner nochmal einen Vertrag zeigen oder dass der drüber lesen kann oder ein Anwalt oder wie auch immer. Also in vertraglichen Angelegenheiten hier bitte da nochmal rüberschauen lassen. Ja, weil wir haben hier die 10 der Münzen und das ist letztendlich viel Geld, Materialismus, aber wir haben hier auch irgendwie, es könnte auch sein, dass dich jemand klein halten möchte. Dass jemand nicht möchte, dass, vielleicht habt ihr ein gemeinsames Konto und jemand möchte das Geld zusammenhalten und du sagst aber, nee, ich brauche es aber für meine neue Arbeit oder für meine Selbstständigkeit oder du möchtest in dich selber investieren. Und hier gibt es aber jemanden, ja, der eventuell die zweite Variante dich klein halten möchte. Und das ist etwas, was dich sehr belastet. Also da bitte auch nochmal in dieses Feld reinschauen. Das kann es sein, muss es aber nicht sein. Ansonsten, wie gesagt, wenn es um Verträge geht, dann bitte gucken, bevor es hier eine große Belastung gibt, dass du bitte das Kleingedruckte liest. So, lieber Widder, das war jetzt die Botschaft für den Winter 2023. Höre zu, was man dir mitteilt. Ja, Hausputz, nochmal ganz wichtig, da wirst du dich nochmal mit beschäftigen, damit du vorankommst, und die Vereinigung. Ja, Vereinigung kann auch Vertragsabschluss sein, aber bitte lese das Kleingedruckte. Warum ich es immer wieder sagen muss, es könnte sein, dass wenn du hier etwas in einer Art Euphorie unterschreibst, dass du dann klagen musst. Das sehe ich auch so. Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wenn du dich trennst, dass jemand dir einen Vorschlag macht, eine Abfindung geben möchte oder ihr macht Gütertrennung und da kommt irgendwas in finanzieller Hinsicht, wie zum Beispiel ein Haus oder sonst irgendwas, müsste eventuell auch gerichtlich geklärt werden. Auch das ist hier eine Möglichkeit. Erbschaftsangelegenheiten, ja. Liebesglück sehe ich auch eine Familiengeschichte, ja, die hier sozusagen offiziell entschieden werden muss, wo hier aus der Ferne dann sozusagen die Rechtsprechung kommt. Also auch das sehe ich als Möglichkeit, ja. Und du hast es hier wie gesagt mit dem Herrscher zu tun, der letztendlich es nicht ehrlich mit dir meint, ne, weil es hier, wie gesagt, um Geld geht. So. Und das ist das, was dich hier im Winter etwas belasten könnte. Also pass schön auf dein Geld auf. Okay? So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Winter. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, in der Legung, in der Jahreslegung 2024 wieder. Ich wünsche euch ganz viel Licht und Liebe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.